Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together The Legend of Zelda Triforce Heroes in Place of Doom. Hallo! Wollen wir gleich mal loslegen? Ihr habt doch gar keinen Schießen. Mann. Nein, ich kann schießen, wir wollen nicht loslegen, ich will nur los schießen. Los geht's! Los geht's, komm zu uns! Manno. Aber ich kann schießen! So, wir haben neue Gebiete. Ich kann auch schießen, ich hab mir auch das Ritterkostüm geholt, das hat mir in der Aufnahme. Ich nicht, mir fehlen die Ressourcen dafür. Du hast einen Hüter besiegt, neue Spezialmissionen sind verfügbar. Interessant. Gut, das wurde, worüber wir gesprochen haben. So, Wüste, ja? Alles. Jo. Waren wir schon in den Ruinen gewesen? Nö, die sind neu. Die unergründlichen Dünen, das hört sich irgendwie an wie so eine Mario Kart-Strecke. Mhm. Ja, könnte hinkommen. Die staubtrockene Wüste war ja mal eins gewesen. Was haben wir denn hier? Windkug, Wasserstab. Hey, der Wasserstab ist da. Hast du nicht die Wassermagierobe? Genau. Ja, habe ich gerade angehabt. Dann kriegst du den Wasserstab. Ich bin eine wunderschöne Prinzessin. Ich kann schießen. Ich auch. Du musst damit nicht so angeben jetzt. Aber ich kann schießen. Aber ich kann dafür Wasser machen. Das haben wir wahrscheinlich nur, wenn die Herzen voll sind. Nein. Oh, das darf riesig. Nicht sein. So, können wir über dem Sand laufen? Wir können über dem Sand laufen. Du kannst mal den Krug benutzen, um das wegzupusten. Stimmt. Ich brauch bitte auch noch mal Wasser. Ich bin nicht mit hochgekommen. Oh, dann holen wir dich. Ah, nein, ich bin unten. Man verdient eine Weile im Treisand, wenn man stehen bleibt. Gut zu wissen. Danke. Okay. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Ah, deswegen brauchen wir hier diese festen Boden unter den Füßen. Genau. Also nicht zu lang stehen bleiben auf dem Sand. So, da müssen wir bestimmt mit dem Stab rüber. Nee, ihr könnt mich mal rüberpusten. Ehrlich gesagt. Okay. Oh, ich wollte nicht beide rüberschießen. Cool. Jetzt müsst ihr mich holen. Läuft. Gut. Sandhaie! Ach, die kenne ich doch aus Spirit Tracks. Richtig. Ja, wir können nur schießen, wenn die Herzen voll sind. Ja, wow, voll genervt, Viecher. Also ich kann auf jeden Fall kein Item benutzen, das dauert zu lange, da versinke ich jedes Mal. Ja. Ja, ist mir auch aufgefallen. So, die müssen aber herausgeholt werden. Ja, entweder mit dem Windkrug oder mit. Ja, die können wir rauspusten oder. Ja, sie genau, sind oder mit Wasser. Aber man kann halt nur auf dem festen Boden oder auf dem Wasser. Wenn man zweimal hintereinander mit dem Schwert schlägt, versinkt man. Okay. Ja. Haben wir jemand auf den anderen Knopf? Ach nee, da ist noch ein Gegner, okay. Ach, ja. Ja, ich bin schon dabei. Ups. Hey! Sorry. So, jetzt ist der auch noch erledigt. So, waren es jetzt alle? Platt, aber da kommt noch ein neuer. Wo kommen die alle her? Die hören gar nicht auf. Oh. Ich glaube, da kommen einfach immer mehr. Das, dann müssen das wir herausfinden, was wir hier zu tun haben. Hier gibt es also wahrscheinlich... Wir brauchen ein Totem. Oder so, ja. Moment. Da oben ist bestimmt noch ein Schalter, nein! Ja. So, jetzt stellt euch auf eure Schalter. Ich wollte dich nicht wegpusten. Ich wollte den Sand wegpusten. Ja, ich weiß schon, das alte Leiden, dieses immer, ich tue aus Versehen meine Leute mit außer Gefecht setzen. War doch jetzt nicht so schlimm. Ja, das kennen wir schon aus dem Eisland und aus dem Vulkanland. Komisch, dass solche Sachen immer so ungewollt witzig sind. Ja, aber das ist doch gerade das Gute daran. Ja, verdammt. Friendly Fire. Ah. Die haben mich reingelegt, das sind ja überhaupt keine Herzen. Shit. Halt, schubst mich doch nicht dort rein. Was macht ihr denn? Nein. Nimm das Herz, nimm das Herz! Ich hab kaputt. Ich hab's irgendwie geschafft! Wartet mal, ich muss das Ding mal bewässern! Wollte ich eben sagen, was passiert, wenn du das Ding bewässerst? Ups! Das ist eine Bombe geworden! Bombis! Achtung, ich mach hier Wind! Ein Herz! Hab auch eins gefunden! Ich sehe nichts! Ein roter Rubin! Bis. Ja, das war jetzt irgendwie. Die wären wahrscheinlich einfach nur für so die Viecher gewesen, für die Raubschleime. Das war jetzt einfach nur so eine Zwischenboss-Ebene, ne? Ja, haben wir doch schon öfters gehabt. Ja. Yo! Wir kriegen das hin. Habe ich mal gerade ein Foto gemacht. Gute Idee, ich mach auch mal eins. Auch wenn das jetzt ein scheiß Foto war, was langweilig ist. Wow, was für ein Tor. In der Mitte geht nach oben, rechts und links schiebt sich auch noch mal eine Tür zu. Da muss was Wichtiges drin sein. Nicht wahrscheinlich soll. Einfach nur der Weg zum nächsten Raum. Ich glaube, ich habe heute eine sehr feuchte Aussprache. Ich habe gerade auf mein Display gespuckt. Ich glaube, mein Mann das wird alles von meinem Popschutz gefangen. Nee, doch nicht. Die Katzen tun was. Eine magische Bohne. Die Katzen haben sich nur gejagt.
Hey, verdammt, ich wollte auch mit. Komm her, magische Bohne. Ich auch mal Zeit. Jetzt noch eine. Oh. Ah, wir sind wieder voll. Ganz viele Rubine. Achtung. Perfekt. Wer ist da eben weggebeamt? Ah! Killer Ananas. Oder Killer Ananas. Warte mal kurz. Warst du schon hier oben? Nö, noch nicht. Schau, du hast mich jetzt nach oben geworfen. Da komme ich aber nicht weiter. Brauchst du noch jemanden dort oben? Ich brauche eine Bombe hier oben. Hier gibt's nirgendwo Bomben. Ich wüsste nicht, wie ich sonst den Schalter aktivieren sollte. Da muss klappt nämlich wohl zu, wenn ich da hinkomme. Ich muss noch was bewässern. Nein! Irgendwo muss eine Bombe sein. Ups. Ich habe nur eine Ahnung, nee. Wo. Da drüben, da gibt's nämlich auch noch was. Gucken wir vielleicht erstmal nach drüben. Ja, guck mal, der gerade eben noch offen gewesen, der Schalter. Ja, warum ist der ab und zu offen? Ja, wenn man zu weit, zu nah dran geht, dann geht der halt zu. Das hatten wir schon vielleicht öfters. Vielleicht muss der auch bewässert werden, ob der ist nicht ganz unten. Nee, der muss nicht bewässert werden, ganz sicher. Muss nicht da eine Bombe hinschmeißen, dann weggehen und dann. Aber wir haben keine Bombe. Hier habe ich gerade was, das versuche ich zu bewässern. Nee, das ist auch wieder so eine. So aber eine guck mal hier rechts, hier oben rechts. Genau, warte. Das da. Ruhe. Ah, da ist die Bombe. Wirf sie uns rüber. Du mal rüber? Ne? Werfen, nicht fallen lassen. Ne? Ich glaube, wir brauchen einen drüben. Du musst mal rüberschießen. Wir brauchen, glaube ich, einen Totem, oder? Ja, wir haben besser. Nein, verdammt! Das sorry, ich bin gefasst. Ich wollte mich richtig hinstellen. Ich wollte dich gerade rüberschießen. So, jetzt. Sorry. So, bist du jetzt, please? Wieder unten. Ja, ich habe gerade eine Kiste gefunden. Ach so. Dann komm wieder hoch, damit wir weitermachen können. Uni hat's gegeben. Hat sich doch gelohnt, die Kiste. Sonst nicht, versuch nochmal die Bombe zu werfen. Nee, das schafft man nicht von hier aus. Ja, vielleicht, ja. Vielleicht kannst du sie rüberpusten. Stimmt. Ah, das klappt. Stimmt. Rüberpusten. Nein, ja, oh, nochmal. Moment. Sie ist noch nicht nachgewachsen. So, jetzt in die richtige Richtung werfen. Nein, nochmal. Und zack. Ach, das gibt's doch nicht. Wie kriegst du das bloß hin? Warte mal. Hey, wir pusten sie rüber. Mal die Bombe? So klappt das. So, jetzt endlich. Ja. So, tada. Der erste Tor ist auf. Das war aber nur ein Tor gewesen. Ob du mich da drüber schießen kannst mit dem... Kann ich. Super. Brauchst du eine Bombe? Soll ich sie dir rüber schießen? Ja, hier oben ist noch ein Schalter auf jeden Fall. Da ist die Bombe, hol sie aber dir. Zu spät. Wirklich reich, wir brauchen einen Toten. Es muss ja dann jemand hier müssen rüber. Wir Uti noch herholen. Komm her. Wie denn? Moment, stimmt. Ja, musste ich jemanden noch rüber schießen. Du müsstest... Nee, obwohl doch, musste. Hehehe. Da müsst ihr euch gegenseitig irgendwie versuchen zu helfen. Das klappt aber nicht. Ah, ich habe eine Idee. Ihr braucht mich da dafür und du musst mich dann zusammen mit ihnen rüberschießen, also nacheinander natürlich. Wahrscheinlich, ups. Ja. Ich verstehe nicht, was ihr meint, aber ist okay. Wir trauen uns einfach irgendwie. So. Okay, pass auf. Na, ich... Moment mal, man kann da mit einer magischen Bohne hoch? Ja, hier drüben. Ja, dann kann Uti einfach auf die magische Bohne gehen. Aber da komme ich nicht hin. Nee, er kommt dort unten drüber über den Treibstand nicht. Ach so. Weg. Moment. Da komme ich jetzt zu ihm rüber. Okay, dann muss ich nochmal ganz runter. Weil es so schön ist. Oder ich nehme einfach mit. Das kann ich auch machen. Probier's. Ach Mann. So früh abgesprungen. Das ist mir auch dreimal passiert. Ja, wenn man zu voreilig ist. Okay. Na. Nee, so nicht. Fuck, das hat nicht geklappt. Komm wieder hoch. Bin so. Quasi da. Aber nur quasi, ja. So, mach dich rauf und spring rüber. Jo. So, ich komm hinterher. Und dann schieße ich euch beide rüber. Achtung, Mutti, du bist zuerst dran. Danke. Okay, jetzt mich auch noch. Oh, ich hab die Bombe schon mitgeschossen. Ja, wir brauchen auch eine Bombe. Ja. Und unten... Gibst du die Bombe auf? Ich heb dich auf. Okay, los. So, dann guck ich mal auf euch. Jo. Gerade so. Aber gerade so, aber es hat gepasst. Dann können wir jetzt einfach fallen, ja.
Jetzt müssten wir ja beim Boss sein, oder? Das ging ja mal richtig schnell. Eine Pyramide, was kann das für ein Boss sein? Irgendwie erinnert mich das an... Ach, den kennen wir doch. Ja, ein Poki. Den brauchen wir bestimmt als Totem, also. Oder du schießt einfach weg. Nee, reicht auch so aus. Okay, da brauchen wir ein Dreier-Totem. Bitte? Shit, verdammt, ich hab vergessen, dass da Treibsand ist. Shit, ich wollte Herzen suchen. Oh nein, ich bin wieder am Treibsand versunken. Nein! Ach Mensch, Lidl. Ja, ich war dumm. Ich mag Wüsten nicht. Ja, wir kriegen das hin. Wir haben schon so viel hingekriegt, es wäre doch gelacht, wenn wir jetzt hier verlieren. Ist euch mal aufgefallen, dass in Mario-Spielen fast schon immer das Wüstenlevel die zweite Welt ist? War jetzt so gut? Ich da auch. Ah cool, ich kann den Windkrug benutzen. Au! Ah, der Poki ist wieder am Sand versunken. Jetzt kommt er bestimmt wieder komplett raus. Nee. Wenn er am Sand versinkt, müssen wir ihn rausholen. Jetzt ist er wieder da. Moment, auf Ruhe. Irgendwer hat mich runtergeschubst. Das war's schon? Ja, ich war's. Das war ein seltsam leichtes Level für die Welt 6. Das war's schon? Ja. Jetzt war ja erstmal die erste Mission gewesen. Ja, trotzdem. Ja, trotzdem. Das ist die Welt 6. Macht nix. Doch schön, wenn es ein bisschen eigentlich schon zugeht. Eine Urzeitflosse. Was? Palmzapfen erhalten? Was hast du erhalten? Das sind doch keine Palmzapfen, eine Urzeitflosse. Urzeitflosse. An Palmen wachsen Kokosnüsse oder Bananen. So, wo ist mein Foto? Wir sind hier in einem Videospiel. Da muss nicht immer alles der Realität entsprechen. Das stimmt. Trotzdem Palmzapfen, das klingt so falsch. Zapfen wachsen an Nadelbäumen. Vielleicht haben sie den Tapfen mit einer Dattel verwechselt. Das erinnert mich jetzt an Anno 1404, da gab es die Datteln. Vielleicht haben die Übersetzer auch einfach Bullshit gebaut. Aber das sah schon aus wie ein Zapfen. Ja, ja, wie eine Eiche sah das ja aus. So, wir haben noch 7 Minuten. Wollen wir das nächste Level machen und den Part verlängern? Ja. Ja, können wir einfach zwischendrin aufhören? Nee. So, die steinernen Korridore. Ah, mein Mann kommt gerade rein. Sieht lustig aus. Da gibt's den Bumerang, den Greifhaken. Ich nehme wieder das Rittergewand. Wir haben nicht so viel Auswahl. Ich bin eine wunderschöne Prinzessin. Ach, Moment, niemand hatte den Bumerang-Gewand außer mir. Dann hätte ich das ja nehmen können. Ach ja. Hattest du nicht gesagt, du hast das Bumerang-Gewand genommen? Nee, ich habe gedacht, das nimmt jetzt jemand von euch anderen. Nein, ich sie kann schießen. Okay, ich nehme den Windkrug. Und ich habe den Bumerang so trotzdem genommen. Oh, du bist weit weg. Noch den brauchen wir. Ja, denke ich auch. Ja, ich glaube auch. Mhm. Okay. So, wir gucken uns mal um. Ah, nicht schon wieder die. Ich kann mit dem Bumerang anscheinend nichts machen gegen die Gegner. Da ist wieder ein Sandhaufen. Blaze kommt zu uns. Ja, Moment, hier unten sind auch Sandhaufen. Dann kommen wir halt zu mir. Moment, Sandhäufchen, bin unterwegs. Na toll, ihr werdet getroffen und ich kann nicht mehr schießen. Was ist das denn für ein Scheiß? Ich wurde nicht getroffen. Ich wurde auch nicht getroffen. Von was denn? Ja, irgendjemand von euch wurde getroffen. Wenn wir es nicht waren, warst ja wohl du. Nee. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Müssen wir den rüber schießen oder mit dem Bumerang holen? Ja, wartet. Kann sich mal einer an der Kante stellen? Von euch, dass ich rüberpusten kann? So, da oben kann man auch mit dem Greifhaken rüber. Also der mit dem Greifhaken kommt da oben rüber. Ja, das war Treibsand. Ob man das Ding mit dem Greifhaken holen kann? Schau mal. Ja, bring mal her. Ja. Okay, Moment. So. Huch. Nein, bitte nicht in den Treibsand werfen. Gut. Versuch mal zu holen. Man kann sich rüberziehen, David. Ja. Nein. Also, ein normaler Wurf reicht nicht aus. Auf jeden Fall kann der Greifhaken wieder darüber. So, schieß mich mal rüber und guck, ob ich das Teil mit dem Bumerang holen kann. Stell's mir mal hin. Ja, man kann sich auch rüberpusten lassen. Man darf es halt nicht hier machen, weil hier auf der Seite Sand ist.
einen Bumerang. Moment. Ach nein, ich wollte dich nicht holen. Schön, dass du mich geholt hast. Schön, ja, es dass geht. Du so an mich denkst. So, wo ist denn das Teil? Wo kommt der hin? Wahrscheinlich oben drauf. Ja, vielleicht. Moment. Ne? Oh nee, ist nur eine Qualle. Ah ja, ah, ja, da oben kommt der hin. Ich muss ihn hochwerfen und dann müssen wir uns gegenseitig hochwerfen. Jo. So. So, ich geh doch mal nach oben. Udi, wo bist du? Ja, Fuß. Komme. Jetzt kommst du hoch, Udi. Dankeschön. Da. Sammeln wir noch die Rubine ein. Genau, sammelt Geld für uns alle. So, jetzt stellen wir uns alle auf die Schalter. Dass wir uns irgendwann dieses Rüschtül leisten können. Gleich 3 Stück von der Zahl. Wie viel haben die nochmal gekostet? 3000 Gold? Jo. Goldrubine. Wieso sag ich Gold? Ja. Achso, weil ich Feiern gespielt hab. Deswegen. Es ist Geld. 3000 Währung. Genau, 3000 Moneten. Oder Credits, wie es immer in. Nee, du hast einen Moment warten müssen. Shit, und jetzt? Kann ich dich da. Zu spät. Warte, renn nicht weg. Probier's nochmal. Okay, wir brauchen Feuer. Ja. Moment, jetzt. Klatsch. Cool. Jetzt musst du uns nur irgendwie holen. Ja. Oh, Moment, wir beobachten dich mal. Ja. So. Okay, da ist eine Treppe. Schön draufbleiben. Oh, da kommt die Falle. Ich hab da mal eine Treppe gebaut. Aua! Ich glaube, wir brauchen die Statue dafür. Ja, holen wir sie mal. Okay, wartet. Aua. Wir müssen sie nur langsam vorschieben, ja. Ich muss nur langsam vorschieben. Hoppala, versteht. Sorry, ich muss dich vorlassen. Ja, tu mich einfach wegwerfen. Aua. Wieso haben wir eben Schaden genommen? Warte. Aua. Vorsichtig. Okay, und wie kommt man an dem Teil vorbei? Muss man drüber geworfen werden? Wahrscheinlich. Warte. Wenn es zurückkommt, wirf mich drüber. Also wie okay. Es kommt zurück. Ja, ich weiß. Ob es Herzen gibt. Ja, da gibt's welche. Ich hab mal die Statue mitgebracht, die werden wir bestimmt brauchen. Ja, ich auch. Vorsicht, Schlagen! Die mit dem Schädel. Geld! So, ausreißen. Jetzt komm ich mit der Puste. Gut, ein Herz. Okay. Ui, das der Ding ist ganz schnell. Schön schnell hier. Ja. Ah, du stehst im Weg. Vielleicht sollten wir ein Vierer-Totem bauen und gemeinsam drüber sausen. Ja. Ah, wir brauchen die Statue. Wartet, ich mach das. Also eigentlich konntest du das nicht. So, und jetzt müssen wir die Statue wahrscheinlich wiederholen, oder? Ja, du hast einen Boomerang. Du kannst sie holen. So. Ja. Sehr cool. Das funktioniert. So will ich das sehen. Nein, ich wollte doch gar nicht hoch. Jetzt bist du aber oben. Wirf auch richtig. Ja. Wurde jetzt einfach mal so festgelegt. Hey, lass mich runter. Menno, gerade wollte ich das Werfen-Emoji benutzen. Da hast du mich schon geworfen. Solange du nicht in den Abgrund geworfen wirst, ist alles gut. Ich glaube, die Dinger bewegen sich. Ja, du. Ja, glaube ich auch. Okay. Vorsicht! Ich glaube, wir müssen die ausbalancieren. Ja, ich glaube. Nein! Ich hab gesagt, wir müssen sie ausbalancieren. Wieso läufst du auch rechts lang? Weil du links warst? Ja, weil ich sonst runtergefallen wäre. Okay, wenn einer von uns die Statue nimmt, müssen zwei auf der anderen Seite sein, von denen der die Statue hat. Ich nehme Statue, ihr zwei geht da drüber. Gut, das klappt. Achso, was sind das für Kleinsteins? Die kommen immer wieder aus den Löchern raus. Okay, bitte einmal rechts von mir. Jawohl. Ja, und wirf jetzt. Oh mein Gott. Jetzt muss die Statue rübergeworfen werden. Ja, dann macht's am Abgang. So, ich hole euch. So, komm her, please. Ja, bin hier. Ich komme. So, rüber, hol die Statue. Wir müssen noch die Statue holen.
Und die kommt zu uns. Verdammt! Und die Statue ist auch weg. Ja, sie ist wieder am Anfang. Ich würde sie nicht alleine hinkriegen. Ich muss dich rüberpusten. Ja. Verlass mich auf euch. Ich kann nämlich nicht mit rüberkommen. Da musst du auch abstürzen. Wieso? Wieso hat das Ding denn Schräglage? Weil die Statue hier gerade steht. Ich kann anscheinend auch nicht helfen, ich komme nicht rüber. So, dann tun wir die andere Seite. Warte, ich versuche meine Statue zu holen. Ah ne, es wird nicht. Es muss mindestens einer rechts stehen. So, wirf mich rüber. Ne, pust mich rüber. Ich hab den Hummer rein. Nee. Nein, die Statue ist runtergefallen. Die Statue ist weg. Ich hab's versucht zurückzuholen, aber irgendwie hat's nicht so ganz geklappt. Okay, ich versuch's. Wieso bist du jetzt wieder zurückgekommen? Weil Blaze mich rübergeschossen hat. Ach so. Ja, ich dachte, Mike geht das vielleicht besser als alleine. Ja, ist auch so. Ich hab's gemacht. Gott, ist das eine Scheiße. Ja, ist das. Ich kann leider nicht sehen, was ihr da macht. Meine Reichweite ist nicht groß. Tu einfach auf uns, drücken auf unsere Namen, dann siehst du uns. Ah ja, coole Idee. Boah! Das war keine gute Idee. Du musst auf der anderen Seite stehen. Gut, okay, ich wollte mir die Statue fix greifen, aber... Ja, gut. Nein, ich muss erstmal rüberkommen. So, ich balanciere aus. So, jetzt komm du hier runter, damit ich mich an dir rüberziehen kann. So. Und ich bleib hier hinten, oder was? Nee, eigentlich, warte mal, Uti... Ah! Statue! Nein, 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 nein! Oh, was hast du getan? Ah! Statue, bleib da! So, wäre nett, wenn ihr mich mal holen könntet. Ja, ich werf dich diesmal rüber. So, wirf mich rüber, dann hol ich dich mit dem Bumerang. Wie soll ich dich denn rüberholen? Ganz einfach, wirf mich rüber und ich hol dich mit dem Bumerang. So. Werfen, ja klar, das gibt's ja auch noch. Ja! So, oh, Gott sei Dank. Wir haben nur noch 2 Herzen übrig. Ich suche mir mal kurz Herzen. Nee, hier weg. Geht ihr mal bitte. Geht nach rechts. Ja. Oh, nein! Ich hab gesagt, sag nach rechts jetzt, gehen. Jetzt. Hat's geklappt? Ja. Sehr schön. Geschafft, aber mit Hängen und Würschen. Was ein Kack! Ja. Was dürfen wir jetzt tun? Den Boss besiegen? Sammeln. Ja, zumindest mal einen Anfang. Ah! Es bewegt sich! War doch nur eine Treppe. Ups. Klar. Und da war ein Abgrund. Oh nein, wir müssen den Boss auf so einer Wippe besiegen. Ja, ja. Und das ist ein fetter, dicker Geier. Ja, der erinnert mich an Donkey Kong Country. Nee, nicht Donkey Kong Country, an Zelda Link's Awakening. Da gab's auch so einen Boss. In der Adlerfestung. Ja, stimmt, aber der war nicht so fett. Also nicht doch, unkoordiniert hin und her laufen! Nein! Nein. Gut, wir müssen das ein bisschen besser achten, Scheiße. Also ich wollte gerade sagen, ich bleibe jetzt rechts. Gut, dann warte ich mal. Jetzt müsst ihr doch hauen. Der ist zu weit oben, brauchen wir ein Totem? Ah nee, jetzt kommt er runter. Nein, ich hab doch gesagt, ich bleib links, genau. Rechts! Oh mein Gott, ich bin hier aus Ausgleichsgewicht! Wir haben jetzt einen Boss rumschlag! Nee, versuch mal mit der Windkug herzukommen! Ich geh in die Mitte! Okay, Das hat nicht ganz gereicht! Oh mein Gott, der haut auch noch drauf! Ich hab Angst! Dachte mir, jetzt macht er wieder seinen Wind! Oh, das macht was! Nee, doch nicht! Er hat nur zum Atmen ausgeholt. Ich weiß, wie wir das machen müssen. Hm? Gut, denn. Nee. 2 müssen auf eine Seite, einer auf die andere. Und dann können wir da oben dran an den. Ah, verstehe. Okay. Gut, dann gehen wir jetzt beide nach links. Und dann kann Blaze nach rechts. Ja, jetzt, genau. Ich komm nicht ran! Du musst auch ein bisschen weiter runter. Du hast den Windkrug. Ach so, ja klar. Entschuldigung. Ich hab nicht mitgedacht.
So, noch eine Fee übrig, also noch zwei Versuche. Okay. So, wir beide gehen jetzt nach rechts, nach so, links. Und du gehst nach links. Doch, nach rechts. Und jetzt Windkrug. Jetzt kannst du ihn angreifen. Oh, der hat gehackt. Der haut zurück. Ich hol gleich mal Herzen. So, wir gehen wieder rechts und hier und ich. Aber es war zumindest nicht ganz kacke, was wir hier gemacht haben. Ja, es hat geklappt. Okay, er boostet, Leute. Ja, weil der boostet, müssen wir abhauen. Ja. Okay. Ich gehe wieder nach links. Du bist gerade in der Mitte. Ja, weil wir noch nicht zu dritt waren, so. Da, der schlägt zurück. Oh. Und jetzt? Moment, erstmal wieder ausbalancieren lassen. Ja. Okay, er holt Luft. Ich muss ihn abnehmen. Hier, der hat mich runtergepustet. Haben wir mit. Hoppla, kann mich mal jemand nach oben werfen? Ich wollte Herzen holen. Wenn das reicht? Nein. Oh cool, ich hab ihn gestunt. Okay. Ach, ich will mir das Herz da holen, das klappt nicht. Ich muss mal noch rangehen und den verhauen. Ja, nein! Ja. Sehr gut, dann müsst ihr auch sagen, wer wohin geht. Ja. Wenn ich da in der Mitte stehe und den stunne, sehe ich euch nicht. So, das ist die letzte Versuch. Wenn das nicht klappt, müssen wir den Part beenden. Was, damit doch nicht die Herzen ein? Ja, Entschuldigung. Okay, dann mach du den mal. So, geht nach rechts, geht nach rechts. Jawohl. So. Okay. Ausbalanciert. Was macht ihr denn? Wieso seid ihr alle nach drüben gekommen? So, ich gehe nach rechts. Okay. Geht beide nach rechts. Okay, er ist runtergefallen. In die Mitte. Okay. Mal ausreißen, wir wissen nicht, was er macht. Ist er. Da kommt er. Da drüben ist er. Der bringt irgendwas. Oh, der bringt eine Statue. Extra Gewichte. Den müssen wir runterwerfen. Drei Gewichte. Er ist weg. Vorsicht, die Statuen. Nein, nein. Oh, warum gehst du denn drauf, Blaze? Nein! Ich wollte als Gegengewicht wirken, aber es war schon zu schräg. Ich glaube, den schaffen wir nicht. Werfen wir die Statue doch einfach weg. Ab in den Abgrund damit. Nein, nicht wieder unkoordiniert durch die Gegend rennen. Okay, wir beenden den Part und müssen das Ganze nochmal machen. Ja, kriegen das hin. Immer mit der Ruhe. Es war doch nur ein Game Over. Vielen Dank fürs Zusehen. Schreibt es doch in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.